Kundengelder kosten. Und bin dann tatsächlich nach dem dritten Anlauf von einem plastischen Chirurgen zu einem Gefäßzentrum gegangen, weil ich wusste, okay, die wollen mit mir kein Geld verdienen. Die wollen wirklich mir eine Diagnose stellen und operieren auch mich selber. Sodass es ihnen nichts bringen würde, mir so eine Diagnose zu stellen, die nicht vorhanden ist. Ja, das Gefäßzentrum hat dann auch gesagt, ja, ich bin mit dem. Ich dachte, okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Wohin gehe ich jetzt? Ich habe mich beraten lassen, ich habe mich erkundigt, wo wäre es der Renner in Deutschland auf dem Markt. Ich möchte natürlich auch nicht mein hart verdientes Geld einfach irgendwo ausgeben, sag ich jetzt mal so. Und habe dann eben herausgefunden, dass Medikas ganz weit vorne ist auf dem deutschen Markt. Und unter anderem noch eine andere Klinik, wo ich mich beraten lassen wollte. Bei Medikas habe ich ziemlich schnell einen Termin bekommen. Das war Ende Oktober 2020 und war dann bei Dr. Lapschins Beratung. Hatte eigentlich zwei Wochen später dann noch den Beratungstermin hier in Hamburg. Dr. Lapschins hatte ja so viel Zeit für mich genommen und hat mich so gut aufgeklärt, dass ich den Termin hier in Hamburg abgesagt habe und vor Ort auch noch einen Termin für die erste Operation im Dezember dann machen konnte. Und die wurde dann von Frau Dr. Masumbuku durchgeführt. Ja, das ging alles sehr schnell. Genau, für mich war die Frage gar nicht, ich habe mich gar nicht gefragt, okay, was kommt denn überhaupt auf mich zu? Ich wollte mich auch gar nicht so wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, was passiert in der Operation. Ich wollte auch diese Bilder nicht sehen, um keine Rückschritte zu machen oder zu sagen, ich habe doch Angst davor und was passiert da überhaupt? Ich habe mir das einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe mich sehr gut beraten gefühlt und war dann im Endeffekt immer wieder 5 Operationen in Berlin. Habe die Fahrt auf mich genommen und fand es auch gut. Also es war die richtige Entscheidung jetzt im Endeffekt. Ich weiß, dass ich einen harten Behinderung habe und ich möchte auch, dass eine wirklich klar betonen, das ist keine leichte Sache. Es sind Schmerzen, es sind kurz aufeinanderfolgende Operationen. Der Körper reagiert darauf. Die Pille sollte am besten vorab abgesetzt werden. Man hat Haarausfall durch die Narkose. Man hat Schmerzen. Man ist angewiesen auf die Menschheit um sich herum, vor allem kurz nach der Operation. Man muss darauf achten, okay, wer kann einen vielleicht zum nächsten Lymphdrainagentermin bringen. Das ist halt auch so kompliziert gewesen, überhaupt Rezepte dafür zu bekommen. Einen Arzt zu finden, der wirklich die Rezepte ausschreibt für eine Lymphdrainage oder eben für auch Flaschenspeckdosen. Hier war es eben sehr kompliziert. Das war auch eine Herausforderung. Und das ist alles, das muss, was organisatorisch vorab geklärt werden muss, bevor man überhaupt diese Operation antritt. Und die Operation wird ohne ein Flachstück überhaupt gar nicht gemacht. Vorab muss die vorhanden sein, damit sie getragen werden kann und wie das Drehbereich ist für die Operation und dass eben so gut vorbereitet wird. Ja, das sind alles Sachen, die man sich vorher mit auseinandersetzen müsste und nicht mit der Selbstverständlichkeit in die Klinik fährt und sagt, ich lasse mich jetzt operieren. Das ist sehr, sehr viel Eigenverantwortung und man muss an sich selber arbeiten. Es ist nicht der Fall, dass man sich verhindert, dass man sich das überhaupt wow, ich schlage auf einmal, nein, das ist nicht der Fall. Danach ist es Sport, Ernährungsumstellung, konsequent dabei sein. Ansonsten sind diese Operationen für nichts eigentlich, weil es immer wieder kommt und man selber gar nicht sich richtig damit auseinandergesetzt hat. Und da merkt man halt, okay, es ist ein Kreislauf. Und es ist auch teilweise bei vielen Patienten gesprochen und bei vielen ist es einfach auch schon so, dass es eine Essstörung mit sich bringt. Man ist deprimiert, man weiß gar nicht, woran es liegt, warum kann ich nicht abnehmen, hat man zig Diäten hinter sich. Und es passiert aber nichts durch diese Diät. Es
man nimmt nicht ab, man nimmt vielleicht nur ein paar Kilo ab, aber irgendwie passiert dann die Zeit auch mit dem Sport, es passiert einfach nichts und man entwickelt eine Essstörung, weil man wieder frustriert ist und dann ist man wieder frustriert, weil man dann wieder zugenommen hat und dann macht man wieder eine Kampfdiät. Aber es funktioniert einfach nicht und da war dann auch klar für mich, okay, ich muss das alles auch so annehmen und ich habe das Blutödem und ich habe im Nachgang, also es ist jetzt meine erste Operation, das nächste Monat 2 Jahre her und das war der richtige Weg. Ich habe mich immer wieder gefreut auf die nächste Operation. Alle haben mich gefragt, boah, hast du keine Angst vor den langen Narkose? Nee, also eigentlich freue ich mich immer auf das Spiel Kampf gegen die Narkose. So, ich fand es immer super und vor allem freut man sich ja auch auf das Ergebnis danach und es ist irgendwie immer wieder eine Motivation und was auch nicht vergessen werden darf, das Team bei Medplus ist wirklich eine Bombe. Also man wird rundum versorgt, man wacht auf, die sind alle so lieb und es gibt so verschiedene Typen. Es gibt eine Mama da, die sich halt immer kümmert und sich dann den Kopf streichelt und dann gibt es eine Freundin, die super wie eine Freundin ist und also wirklich alle super Herzensmenschen und was auch und dann steht da direkt schon irgendwie Obst und alle fragen, oh, ist alles gut und dann soll ich den Kaffee bringen und dann bringen sie Kaffee, also man wird verwöhnt bis von vorn bis hinten, also so ein Service kriegt man nicht in einem 5-Sterne-Hotel. Also in allein darauf mit Uhr und das Essen ist also sparen können, weil es ist jetzt größer als je zuvor, dadurch, dass der Weg sich dann wieder irgendwie woanders. Genau. Ursprünglich war tatsächlich auch nur 4 Operationen geplant. Der Bauch war gar nicht geplant zu Anfang, aber die Zellen habe ich dann auch der Bauch ausgesucht, nachdem ich eigentlich fertig war. Okay, da muss ich halt auch nochmal ran und ja, also bisher habe ich auf jeden Fall Top-Ergebnisse für mich selber. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Einschränkungen im Alltag. Aber für mich ist halt, es ist immer eine Herausforderung. Die Psyche spielt da immer mit und es ist immer so, ich muss mich trotzdem irgendwie, ich erwische mich dabei, dass ich vielleicht auf ein altes Muster zurückfalle und dann denke, nur ab morgen ist es wieder vorbei. Ab morgen muss ich wieder wirklich auf mich achten, weil ich möchte beweglich bleiben. Und möchte man wieder machen. Und danke. Ja, vielen Dank für diese sehr intime Eindrücke aus dem Erlebnis, was Sie machen. Die würde ich jetzt fast reden, ich möchte da auch mal, aber für eine Rundoperation. Man kann ein Lipidem sehen, das gibt es nicht. Also man kann ein Lipidem nicht in einem MRT sehen.
Einzige ist die Klinik. Und Klinik bedeutet das, was wir ohne Apparatur und sonstige Diagnostik, nur das, was wir sehen, das, was wir fühlen, das, was wir ausscheiden können. Deshalb hat man gesagt, wir machen einen Ultraschall, nicht, dass wir dicke Beine schmerzhaft operieren und die Kunden da religiöse Kunden sind. Nee, hat die Patienten nicht und nimmt sie den Hotze auch nicht, sehen wir, die Füße sind nicht dick und so weiter. Bleibt also klinisch ein Liebling übrig. Und wenn es klinisch übrig bleibt, das ist die Erfahrung des Betrachters, der sagt, das kann ich ganz klar von allen anderen abgrenzen. Und dann in der individuellen Indikation mit der Patientin sagt, lass uns das operieren, das bringt ihr was. Natürlich gehört immer der Schmerz dazu. Eine Adipositas tut nicht weh. Also wenn eine Dicke vor einem steht, hat der gar kein Problem. Dann sollte man sagen, sie hat ein Problem, die fühlt sich wohl. Und dann sollte man das alles so lassen. Es würde dann auch gar nichts werden. Und die Bindung ist nämlich weich. Bei der Adipositas ist das ein hartes, dickes Bindegewebe. Das ist gar nicht so gut. Würde man auch gar nicht hinkriegen, weil da gibt es gar keine Disproportion. Da haben wir ein stammbetontes Volumen, wohingegen beim Liebeding mehr die Extremitäten betont sind. Und somit ist es eine Kombination aus der Klinik, aus dessen, was man sieht, dessen, was man fühlt, und dem Wunsch der Patientin. Wir sind auch als Chirurgen darauf angewiesen, dass wir der Patientin glauben. Wir brauchen die volle Transparenz, dass unsere Patientin sagt, glaub mir, es tut mir weh. Weil das ist ja für uns die härteste Indikation, um es dann operativ zu machen. Sehr viel auch forschen und machen. Wie weit sind denn dort die, denn es ist eine Pandemie. Es ist, was ich das schon beschreiben möchte, die Ziffer dafür, wie man, ist das dann von den Krankenkassen auch als eine Pandemie anerkannt? Die ist, glaube ich, ist das eine Initiative und zurzeit ist es noch ziemlich düster. Und die Krankenkassen müssen nicht, also wollen nicht zahlen, was sie nicht zahlen müssen. Der GWA, gemeinsam mit dem Bundesausschuss, das kennen wir alle, hat ja eine Studie auf den Weg gebracht, wo wir Experten uns wirklich sicher sind, naja, das Studiendesign ist jetzt nicht so schlecht. Und durch die Verlagerung von Corona mit erster Auswertung Ende 2025 hat das irgendwie so den Anschein, naja, Zeit verzögert, doch am Schluss zum Ergebnis zu kommen, dass alles bleibt, wie es ist. Weil eben, wie gesagt, das Vorherige, wenn wir ein Liebeding gar nicht unterscheiden können, ja, er sollte dann sagen, ja, was soll man machen? Das heißt, auch die Forschung ist da ziemlich schlecht. Alles, was Sie lesen, wenn Sie es ins Internet gehen, gehen dann zu PubMed und dann sind Mediziner unterwegs, ja, und die suchen, da denken wir auch eine ganze Menge. Das sind alles Einzelverlaufsbeobachtungen. Das sind von einzelnen Personen, die einen lieblichen Fall haben. Wir sprechen ja in der Wissenschaft von Evidenz. Evidenzbasiert heißt, das müssen schon richtig wissenschaftliche Kriterien sein. Man hat einen hohen Datensatz, einen vertrauensvollen, auch einen Multizentrum, nicht nur einer Sache. Das muss doppelt sein, das muss randomisiert, dass wir wirklich hier sagen, aha, das ist ein Ergebnis, dem kann die Welt vertrauen. Und da sind wir weit von entfernt. Das ist die sogenannte Leitlinie, und viele berufen sich ja auf die S1-Leitlinie. S1 ist eine ganz starke Stufe, das ist das. Man muss ja von der Experten meinen. Da haben sich ein paar zusammengetan und haben gesagt, wir schreiben mal das, was wir brauchen. Und viele sind jetzt in dieser Welle, die bei denen wir operieren, nach der S1-1-Leitlinie. Ich persönlich halte das für eine schwache Grundlage, das als Basis zu nehmen für einen Therapieplatz. Das heißt, zusammengefasst, wissenschaftlich noch ziemlich am Anfang. Und das ist natürlich gefundenesfressend. Die Frage ist mir bei dem Vortrag von Frau Dr. Martin-Hubert angefangen. Wir haben da gezeigt, auch sehr anschaulich, wie viele Liter sie dann im Einzelfall rausbekommen, sozusagen. Und ich habe gesehen, das ist ein Wasserstrahl. Darf man sich das vorstellen? Ist denn von dem, was da in dem Gefäß ist? Genau, das Verhältnis. Haben Sie es gesehen? Also das, was übersteht, das ist das das Wasser, was Sie benutzen. Richtig, zum Teil auch Gewebewasser. Aber das ist der Überstand, das ist das wirkliche Fett. Das ist auch das, was man dann und das, was Sie auch sehen. Ja. Oder wird schon abgezogen, das, was Sie rein. Natürlich.
Sollte sich wundern, also wenn ich gleich mal
Aikido. Und das habe ich 5-mal die Woche. Jugendleiterin, man verliert vielleicht nicht unbedingt an Kilos, aber an mehr. Also Zählzahl, ist auch mal verwendet. Da hat sich mein Leben verändert. Ich habe einen Personal Coach kennengelernt. Und der motiviert mich. Und der motiviert mich im Januar bei minus 18 Grad. Der motiviert mich bei strömendem Regen oder bei 36 Grad im Schatten, wenn der vor mir steht und weil er muss mal aus der Hose, der muss mal gucken. Und dann zieht man sich halt eine Regenjacke und eine Regenhut an und dann läuft man. Und wenn man eh schon unterwegs ist, dann sagt man sich nach 3 Kilometern, jetzt hat er gekühlt, jetzt kommen wir nach. Dann geht man noch weiter. Und so sind also die damals großen Hunde, wo ich mir noch viel Zeit zugebraucht habe. Ich gehe mal jetzt kurz im Kindergarten. Und die großen Runden sind dann, ich bin ja schon hier am Nachbardorf an. Einfach nur mal so, wen es interessiert, weil, also zumindest bei uns in der Gruppe ist es so, meiner Meinung nach, jede Betroffene ist mehrfach erkrankt und hat einen Grundschutz. Und sei es eine Fibromyalgie oder eine Depression oder ein Kollege von Ihnen sagt immer ganz gerne, wenn die Seele weint, sucht sich halt der Körper irgendwie eine Stelle, wo es dann ausbrechen kann. Also ich glaube, keine von uns hat halt nur ein reines Lippen, sondern halt ganz viele Neben- und Vorerkrankungen dann auch. Und so kam ich dann halt Ende 2020 zu Sophia Melnik, die ist Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Osteopathin, PCM, also so war es ganzheitlich. Und ich bin halt nicht allergisch gegen Weizenmehl und ich bin auch nicht allergisch gegen Schweinefleisch oder was. Aber mein Körper hat halt gewisse Intoleranzen, was mir früher nicht bewusst war. Und Sophia hat dann mir halt die Ernährung umgestellt. Die Ernährung ist glutenfrei, sojafrei, was ich ja auch Schweinefleisch. Also keine Milchprodukte mehr. Aber, also das sind wir so. Kenne ich. Es geht nur eins mit dem anderen zusammen, nämlich Ernährung umzustellen und Bewegung. Und wenn ich so im Selbstbewusstsein unterwegs bin, dann sage ich immer, noch nie ohne Kompression. Also ich ziehe halt meine Kompression morgens an und dann trabe ich los. Manchmal so mit ersten 7000 Schritte, Runde das Runde hinter mir und dann irgendwann mal gegen 12 oder 14 Uhr esse ich auch erstmal mein erstes Müsli. Also ich mache jetzt mittlerweile sowas wie bis 16 zu 8 Ernährung. Und ich habe festgestellt, also mit den Hunden spricht man noch ein wenig über die Antwort. In der Gruppe macht Sport viel mehr Spaß. Also ich bin ein kleiner Perfektionist, habe ich also dieses Jahr dann den Sportübungsleiterschein C und B gemacht. Also das heißt, wir können mit der Selbsthilfegruppe Sportverein unsere Entstauungsgymnastik mit dem Mittwoch zum Teil durchführen. Gymnastiker und Freitags im Wasser unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Winter. Können wir halt auch als Reha- und Funktionsgymnastik machen. Und ich gönne